Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute machen wir mal ein super spannendes Thema. Pass auf, zeige ich dir. Nighthawk M1 von Netgear. Und du wirst es dir schon denken können, es geht um das Thema Internets beim Camping. Ja. Also dieses Internet. Da gibt ja immer noch Leute, die behaupten, das setzt sich durch. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ja. Aber falls dich das mal durchsetzt, so auf Dauer, dann wollen wir als Camper, wollen wir ja auch gut gewappnet sein, damit wir eben überall, egal wo wir sind, mehr oder weniger egal wo wir sind, unserer Online-Lust frönen können. So, also Online-Lust in Bezug auf am Online-Leben teilnehmen. Du weißt schon, was ich meine. Und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich glaube, die einfachste Möglichkeit, unterwegs online im Internet unterwegs zu sein, ist halt einfach mal Handy. So, da hast du 1000 Apps drauf, da kannst du Facebook machen und alles, was man halt so machen kann. Aber eben vielleicht auch nicht ganz so alles. Weil wenn du ganz normal surfen willst und das nicht nur auf klein, sondern auf groß, auf einem Tablet oder auf einem Laptop, ja, dann brauchst du was anderes. So, die zweite Möglichkeit ist dann halt, das Handy als mobilen Hotspot herzunehmen. Ja, das können die meisten Telefone. Gehst du in die Einstellung, blasölst hier Hotspot machen, meldest den Laptop einmal dran an und gehst surfen wie ein Großer. Das hat natürlich so einen ganz kleinen Nachteil. Und dieser kleine Nachteil ist, du saugst dann das Datenvolumen deines Handyvertrages leer. So, wenn du so eine Endlos-Flat hast, gut, ist das Video hier vielleicht an der Stelle noch nicht ganz vorbei, aber dann bist du schon ganz gut ausgestattet. Haben aber die wenigsten, die meisten von uns haben ja nur ein definiertes Datenvolumen und das ist dann auch mal zügig weg, wenn man das unterwegs leer saugt. Nächste Möglichkeit, die hat dann mit Datenvolumen nichts zu tun, ist dann zum Beispiel WLAN. Also WLAN kriegst du ja an vielen öffentlichen Stellen, was weiß ich, bei Meckes oder auf dem Campingplatz und gerade auf dem Campingplatz ist das ja oftmals nicht ganz so super duper aufgebaut und ausgebaut auch nicht. Und zum anderen kostet es in der Regelmäßigkeit auch echt nochmal einen schlanken Euro für wenig Geschwindigkeit. Das ist auch doof. Also kommen wir dann zur hier in diesem Video wirklich wichtigen Variante, nämlich, naja, es gibt mobile Router, sowas zum Beispiel. Und diese mobilen Router, ja, die dienen dann quasi so wie deine Fritzbox zu Hause, so als der Access Point, keine Ahnung, wie das genau heißt, um ein Tablet anzumelden oder ein Laptop anzumelden oder. Oder hier so Apple TV, gibt ja tausend Sachen, die irgendwie halt das mit dem Internet brauchen. Sind wir auch schon wieder beim Punkt, das Internet, was hier aus diesem Schätzchen rauskommt, das muss ja auch irgendwo reinkommen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für viele von uns. Und wie das hier reinkommt, das gucken wir uns in diesem Video auch an. Denn zum einen, jetzt kommen wir mal zu diesem kleinen Video, wollen wir uns mal das Gerät angucken. Ich möchte dir das mal zeigen, ich möchte dir da so ein bisschen was von erzählen, was ist denn so Lieferumfang und wie funktioniert denn das? Und jetzt wird es vielleicht noch spannender. Die Möglichkeit, das Internet da reinzukriegen, die müssen wir uns auch angucken. Und diesbezüglich hatte ich bei uns in unserer Gruppe mal eine Frage gestellt, also in unserer Facebook-Gruppe. Leute, hat einer einen Tipp für mich für eine günstige Prepaid-Datenlösung? Und dann hat der eine dies geschrieben und der andere hat das geschrieben und einige von euch hatten, pass auf, zeige ich dir auch, das geschrieben. Freenet Funk oder Funk oder ich habe keine Ahnung, ist auch scheißegal. Das ist nicht Vertrag und auch nicht so richtig Prepaid. Das ist so eine Switter? Also so eine Mischmaschlösung. Aber die finde ich super geil. Habe ich mir direkt bestellt und habe das jetzt 2 Tage getestet und ich bin echt zufrieden. Die Variante stelle ich dir auch vor. Aber jetzt geht's erstmal los mit The Device. The Device, also das Gerät als solches. Zum einen kriegst du hier so eine schöne kleine Verpackung, aber meine Güte, es ist halt, oh, wie geht mir auf so. Erstmal nur eine Verpackung mit so ein bisschen Anleitung, Garantie, Blasülz und den ganzen anderen Quatsch habe ich schon rausgeholt. Und das, was ich rausgeholt habe, ist zum einen erstmal der Router an sich. Das Lustige ist, wenn du den so in der Hand hast, dann ist er relativ leicht.
Krass, weiß, keine Ahnung, ein paar Gramm halt. Und das hier, das ist dieser Klopper-Akku. Wofür braucht es einen Akku? Ganz einfache Sache. Das ist halt ein mobiles Gerät. Und das ist der große Vorteil unter anderem, dass du eben nicht irgendwo an Strom hängen musst, sondern du kannst das Ding wirklich auch mitnehmen. Ja, wenn du, was weiß ich, mit dem Fahrrad mal einen Ausflug machst oder zu Fuß oder was auch immer. Lustigerweise ist der Akku schwerer als das Gerät. Und dann siehst du, hier drin habe ich schon die SIM-Karte reingelegt. Ja, da, also die war ja vorher, aber das zeige ich dir auch gleich in diesem kleinen Umschlag von der Firma Fangfunk. ist ja scheißegal. So, jetzt machen wir den Akku wieder rauf. Erstmal, pass auf, musst halt gucken, dass du richtig polst, also richtig reinmachst. Hast du den Deckel dabei gehabt? Ja, den tackerst du auch wieder rauf. Dann muss ich gucken, dass wir das richtig rummachen. So. Zack, Bums. Schiebst den so ein bisschen, ich glaube, runter. Ja, selbstverständlich runter. Wohin auch sonst. Drückst den kurz an. Fertig ist die Käse. Dann machst du mal die Fetttapfer weg und legst es an die Seite. Dann, was hast du noch dabei? Naja, gar nicht so wahnsinnig viel. Zum einen hast du hier ein Kabel. Das ist dieser neumodische USB-C und halt hier normal USB. Wofür brauchst du das? Naja, unter anderem brauchst du das erstmal, um es zu laden. Dann hast du hier so ein für US und A. Weg, brauchen wir nicht. Und hier hast du halt einfach das Ladegerät für uns in Deutschland. Das Lustige ist, ich kann das auch bei meinem Wohnwagen in der 12-Volt USB-Steckdose reinpöppeln, dann brauche ich den nicht. Aber für hier machen wir es erstmal, ist natürlich falsch rum. Ist immer 50-50, immer falsch rum. So, jetzt könntest du das Ding laden. Brauchen wir aber nicht, weil ein bisschen geladen ist es. Und jetzt machen wir das Schätzchen mal an. Dusch, drückst du lange hier drauf. Und während, kannst du sehen, also jetzt geht er an und lädt er kurz hoch. Währenddessen zeige ich dir nochmal ganz kurz die Anschlüsse, die du hier dran hast. Naja, zum einen hast du hier einen ganz normalen USB-Anschluss. Wofür braucht man den? Das finde ich ziemlich cool. Du kannst hier zum Beispiel eine externe Festplatte anschließen und die Dateien auf der externen Festplatte, also was ich, ein Video oder was, die kannst du dann über WLAN zu den angeschlossenen Endgeräten, zum Beispiel einem Laptop, streamen. Das ist toll. Dann hast du hier diesen USB-C-Port zum Laden und hier ist nochmal Netzwerk, Ein- und Ausgang, um zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend, wenn man jetzt so total abgefahren ist und man möchte im Wohnwagen zum Beispiel Philips Hue, also dieses geile Licht, weißt du, was du über eine App steuern kannst, einbauen, dann kannst du das hier rüber auch anschließen. Und dann hast du hier noch so zwei Pinüpsels, die kannst du aufmachen, ohne es kaputt zu machen, pass auf, zeige ich dir. Das ist so filigrane Sachen, sind immer nichts für mich. Einmal, wenn ich Herzchirurg geworden wäre, wäre auch nicht so erfolgreich gewesen. Dann so zwei kleine Pinüpsels. Wofür ist das, fragt man sich, ganz einfach. Hier hat man die Möglichkeit, externe LTE-Antennen, ich mache die kurz wieder hoch, ja, anzuschließen. Wofür braucht man eine externe LTE-Antenne? Naja, jetzt ist dieses Gerät ja eventuell irgendwo in deinem Wohnwagen verbaut. Und so ein Wohnwagen, der ist ja so ein Faradayscher Käfig mehr oder weniger, ne? Und es könnte natürlich sein, dass das dann einfach den LTE-Empfang, also den Handy-Empfang, ganz schön schmälert. Ja, Kacke. Und wenn dem so ist, dann tackerst du dir einfach so eine externe LTE-Antenne ran. Die hat immer zwei Anschlüsse, also deswegen gibt es zwei Buchsen hier, ganz einfach. Und im richtig geilen Fall baust du dir sowas aufs Dach, ja, oder klebst, es gibt so komische Plasteteile, klebst du dir oder hängst du dir an so ein Plastefenster von innen. Da ist ja auch ganz guter Empfang. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, wenn du mit dem Handy zum Beispiel im Wohnwagen kaum Empfang hast, hat das Ding noch richtig akkuraten Ausschlag. Also Ausschlag in Bezug auf, das klingt jetzt komisch, in Bezug auf Handyempfang. Das ist wichtig. So, jetzt legen wir das mal ganz kurz an der Halbe, weil jetzt möchte ich mit dir ganz kurz über den Anbieter des, wie kommt das Internet da rein, sprechen. Das ist auch spannend. Mhm. So, pass auf, das Ding Freenet Funk, das bestellt man alles über eine App. Diese App, die will ich dir hier mal einblenden. Guck da mal nach da oder da. Die lädst du dir runter in deinem App Store und in dieser App wird der komplette Vorgang von angefangen Bestellen der SIM-Karte, Einstellen des Tarifes, zu dem ich gleich komme, ist ein ganz wichtiger Aspekt, über Bedienung und. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen, umsch, jetzt sind wir da, dann siehst du hier schon direkt, jetzt kam gerade eine WhatsApp, macht nichts. Dann siehst du direkt da oben stehen Unlimited und rechts daneben 1 Gigabyte. Was bedeutet das? Es gibt zwei Möglichkeiten, einen entsprechenden Tarif zu wählen. Ich habe für mich entschlossen, Unlimited zu wählen. Ja, da sagt der Name schon, was Programm ist, nämlich, ziemlich abgefahren, du hast eine unlimitierte Tagesflat.
Also du kannst so viel surfen, wie du möchtest, und das für 99 Cent pro Tag. Das finde ich ein super faires Angebot. 99 Cent am Tag. Warum habe ich mich jetzt grundsätzlich dafür entschieden? Naja, auch das ist ganz einfach zu beantworten. Es gibt ja die Möglichkeit, Prepaid zu machen. Da lädst dann 10 Euro auf und dann hast du irgendwie so eine Monatsflat mit, was weiß ich, 4 Gigabyte oder was. Aber das ist mir alles so umständlich. Du musst immer aufladen. Der Vorteil ist, wenn du nichts machst, kostet es halt nichts. Ja? Wenn kein Guthaben drauf ist, dann ist halt quasi stillgelegt. Das ist alles schon recht bequem, aber gleichzeitig auch nicht ganz so bequem, weil du musst halt immer diese Aufrubbelkarten kaufen und bla und bla. Das ist mir alles zu doof gewesen. Den Vertrag aber wollte ich auch nicht abschließen, weil wenn ich mir überlege, ich zahle im Monat nur Summe X, keine Ahnung, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro und ich fahre mal wirklich einen Monat überhaupt nicht campen und habe überhaupt keine Verwendung für so einen mobilen Router, ey, dann ist das Geld ja auch in den Wind gepustet. Oh, wollen wir ja auch nicht. Und da kam eben dieses Freenet Funk ins Spiel. Pass auf, jetzt gucken wir uns diese App nochmal an. Du hast hier die Möglichkeit, Unlimited zu wählen, habe ich gerade schon gesagt, unlimitiert für 99 Cent. Du kannst aber auch sagen, nee, so viel brauche ich tagsüber gar nicht oder auch über den ganzen Tag verteilt gar nicht. Mir würde 1 Gigabyte reichen, das würde dann berechnet werden mit 69 Cent. Also ein bisschen weniger, aber eben auch 1 Gigabyte und da seid ihr bewusst, der ist ja auch mal schnell flöten, gerade wenn es darum geht, Videos zu gucken oder zu machen. Habe ich also gesagt, Unlimited, bam. Jetzt passiert Folgendes, die Abrechnung dieses Tarif ist, wenn wir es mal so nennen wollen, die funktioniert ausnahmslos über PayPal. Also ganz wichtig, du brauchst auf jeden Fall ein PayPal-Konto. Ohne das funktioniert es nicht. Und somit wird bei mir auf meinem PayPal-Konto jeden Tag 99 Cent abgebucht. Jetzt könnte man ja auch wieder sagen, das ist ja auch 30 Euro im Monat, im Zweifelsfall 31 minus ein paar Cent. Ja, Komma, aber. Und dafür brauchen wir jetzt die App. Uah, weg, wo sind wir denn? Jetzt gehe ich mal hier auf mein Produkt. Bums. Da siehst du meinen Tarif. Gewählt, Unlimited. Ja, und der Tarif, unten steht es, ist aktiv. Aber es ist nicht nur täglich kündbar, sondern es ist eben auch täglich pausierbar. Und das sehen wir jetzt hier. Ich gehe jetzt hier auf Pausieren und jetzt kannst du dir das einfach selber in Ruhe mal durchlesen. Ja, ich kann zwar niemanden mehr anrufen und ich kann auch mobile Daten nicht mehr nutzen, aber ich kann angerufen werden, weil das ist ja auch eine Telefone-SIM-Karte. Ist für mich jetzt nicht relevant, die sind ja nur im Router drin. Ganz wichtig ist, Punkt 2, den du hier siehst, die Pause endet spätestens nach 14 Tagen. Früher geht immer. Naja, ach, was Wunder. Dann ist dein aktueller Tarif für mindestens einen Tag wieder aktiv. Was heißt das? Wenn ich jetzt auf Pause starten gehen würde, das mache ich nicht, weil ich brauche das ja. Ich fahre ja morgen nach Kirchheim zum Deutschlandtreffen. Dann würde, wenn ich jetzt auf Pause starten gehen würde, würde der Tarif quasi ruhen. Das heißt, ich würde heute noch die 99 Cent bezahlen, morgen aber schon nicht mehr. Übermorgen nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann allerdings, und das ist das, was hier unter Punkt 2 aufgeführt ist, nach 14 Tagen spätestens würde das sich wieder von selber aktivieren, sodass du dann wieder deine 99 Cent bezahlen müsstest. Und jetzt lass uns mal kurz rechnen. Das ist ja eigentlich total simpel. Selbst wenn ich das Ding mal im Monat gar nicht brauche, null, dann hätte ich heute einmal aktiv, 14 Tage Pause, wieder einmal aktiv, 14 Tage Pause, dann hätte ich irgendwas bei um die 2 Euro pro Monat, die ich ungenutzt bezahlen müsste. Und das sage ich, ey, komm, Leute, das ist doch ein geiles Angebot. Jetzt musst du noch eine Sache dazu wissen, und das ist ein Punkt, da habe ich ganz kurz mal gezuckt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass gut sein. Der Netzbetreiber, der hier gewählt ist von Freenet, ist O2. Jetzt bin ich tatsächlich ganz ehrlich, ich habe lange Zeit für O2 gearbeitet, ich war riesengroßer O2-Fan. Das mit dem Netzausbau, naja, also ich sag mal, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Jetzt bin ich mittlerweile mit meinem Handy bei der Telekom und da sage ich für mich in den Regionen, wo ich unterwegs bin, das ist schon ein bisschen, ich sag mal, besser. Aber das ist halt auch sehr regional unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es Regionen, meine Freundin, die Steffi, die ist immer noch bei O2, da habe ich mit D1 nischt und sie hat aber Netz. Also im Endeffekt ist es ja Jacke wie Hose, weil eins müssen wir uns vor Augen halten. Ey, alles, was so Multimedia betrifft, sind wir in Deutschland echt mal Schlacht dritte Welt. Also Handynetze in Deutschland, ich war mal in Finnland, am Popo von der Heide, da sind uns Elche quasi über die Füße gelaufen. Putsch, volles Handynetz.
Hast du hier nicht mal an der Hauptverkehrsstraße. Scheißegal. Also, O2 ist der Netzbetreiber. Sie arbeiten aber dran, zumindest steht das auf deren Homepage, dass auch in Zukunft noch der ein oder andere weitere Netzbetreiber dazukommt und gewählt werden könnte. Ich meine, dann wäre das ja noch geiler, wenn du wählen könntest, okay, ich heute mal O2, ah nee, hier mache ich mal D1. Geil. Und was du noch wissen musst, das könnte für einige von uns auch wichtig sein, es geht nur in Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt nach Österreich fahre, ist die SIM-Karte schon mal tot. Auch daran wird gearbeitet, dass man das halt europaweit oder zumindest sukzessive erstmal weiter ausrollt. Ich halte feste die Daumen, weil dann wäre das Produkt für mich halt einfach noch viel geiler. Aber Lirum Larum, Stand heute nur Deutschland, nur O2. Wichtiger Aspekt. Aber für einen schlanken Preis. Und das Ganze in der LTE-Geschwindigkeit, und jetzt weiß ich gar nicht, wie schnell es ist, das steht irgendwo in der Anleitung drin, das zeige ich dir übrigens auch mal ganz kurz. Das ist geil, wenn du den Brief bekommst, nachdem du die SIM-Karte bestellt hast, und dann kriegst du so ein Ding. Hast du gesehen? Das ist geil. Weiß ich gar nicht, in der Anleitung steht es irgendwo drin. 240 Mbit pro Sekunde, das ist fünfmal schneller als mein DSL. Das reicht also. Aber jetzt, Lirum Larum, ist schon wieder schon viel gequatscht. Sorry dafür, aber ich will es dir halt vernünftig erklären. Jetzt gucken wir uns bitte mal den Router an. Und zwar nicht die Hardware des Routers, sondern jetzt geht es mal in die App, die man benutzen muss, mehr oder weniger, sage ich, um dieses Gerät in Betrieb zu nehmen. Und dafür geht es wieder rein ins Handy. Ui. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die zweite wichtige App an, die Netgear Mobile App. Ich würde sie dir gern wieder einblenden, aber der bricht hier immer die Bildschirmaufnahme ab. Ich habe keine Ahnung, woran. Ich habe es jetzt schon 150 Mal ausprobiert. Bitte sieh es mir nach, ich zeige es dir einfach dann hier. Also, wichtiges Prozedere. Du lädst dir diese Netgear, pass auf, ich zeige sie dir mal, Netgear Mobile App. Hast du gesehen? Die lädst du dir aus deinem App Store runter. Ganz entspannt. Dann, und das ist jetzt wichtig, das habe ich auch vergessen vorgestern, als ich es in Betrieb genommen habe, dann verbindest du dein Handy bitte nicht mehr mit deinem Router zu Hause von Kabel oder von DSL, sondern du verbindest ihn mit diesem Mobile Router, weil in Zukunft wollen die ja miteinander sprechen. Das ist ja ganz einfach zu machen. Gehst in Einstellungen, WLAN, Netzwerksuche. Der heißt dann irgendwas mit Netgear, ganz komischer Name. Passwort eingeben, Attacke. Und dann startest du diese App. Und wenn du diese App gestartet hast, dann wirst du einmalig gefragt, ganz logisch, ist ja nichts anderes als ein Handy, nach der PIN-Nummer der SIM-Karte. Wo findest du die? Ja, ich zeige dir jetzt meine PIN-Nummer nicht, ich zeige dir nur, wo sie steht. Warte, es ist so geil, ey. Die steht hier, pass auf, zeige ich dir, halte ich zu alles, dass du das nicht sehen kannst. Also hier, wo mein Zeigefinger ist, da, der hier, da würde die PIN-Nummer stehen. Ja, Kontrolle ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, bla. So, weg, brauchen wir nicht mehr. Und dann bist du quasi already einsatzbereit und kannst hier dann über unterschiedliche, pass auf, zeige ich dir natürlich, hier ist einmal so ein Startbildschirm, da siehst du, okay, wie viel Daten hast du schon weggedödelt und so weiter und so fort. Dann gehst du hier auf WLAN. Da übrigens kannst du einstellen, will ich jetzt auf 2, 4 oder 5 GHz surfen oder beides. Wofür das alles relevant ist, das gucken wir uns in einem zweiten Video an, weil ich sehe gerade, das wird schon wieder echt viel zu lang, sorry. Aber ich wollte es dir auch einfach vernünftig erklären. Auch cool ist halt hier, Geräte, aktuell ist nur angeschlossen das iPhone von Stefan, damit ich immer weiß, wie ich heiße. Und das ist auch ganz geil, hier kann man eine Sperrliste machen, hier kann man Nutzungsregeln einstellen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Kinder hast, die ein iPad dabei haben und im Urlaub darüber surfen wollen, kann man einstellen, oh, wie viel und was dürfen die so machen. Das finde ich auch ganz cool. Und auch wichtig, gucken wir uns auch im Feldversuch an, hier My Media. Kannst du sehen, wa? Das ist doof, ich hätte es hier gerne mit diesem Screenshot gezeigt, aber das halt geht nicht. So, und hier steht jetzt, das hatte ich vorhin ganz vergessen, dir zu erwähnen. Sorry übrigens dafür. Um MyMedia zu verwenden, stellen Sie sicher, dass eine kompatible MicroSD-Karte Blasülz oder USB-Laufwerk Blasülz angeschlossen ist. Das mit dem USB hatte ich dir ja schon gesagt. Also nimmst du einfach eine externe Festplatte, auf der Filme sind, oder einen USB-Stick, auf dem Filme sind. Putsch! Oder Musik, geht auch. Oder aber auch, du hast Dateien auf einer MicroSD-Karte. Die kann man im Gerät einsetzen. Das habe ich dir vorhin nicht gezeigt. Mea culpa maxima, habe ich vergessen. Und dann gibt es hier noch 1000 weitere Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel,
Und da kommen wir übrigens zum zweiten Grund, warum ich mich für dieses Gerät entschieden habe. Dieses Gerät funktioniert eben nicht nur über eine eingesetzte SIM-Karte, weil es kann ja auch mal sein, dass du auf einem Campingplatz bist, und das kennen viele von uns, und der bietet vielleicht sogar kostenlos WLAN an. Aber auch nur für ein Gerät pro Parzelle. Da kriegt man so einen Code, und ich als Papa, weil ich bin ja der Chef, ich gebe das bei meinem Handy ein und die anderen gucken mit dem Ofenrohr ins Gebälk. Das ist natürlich Mist für die anderen, für mich, aber gut. Jetzt hat dieser Netgear M1 Nighthawk, auch mal abgefahrener Name übrigens, noch eine zweite Möglichkeit, online zu gehen. Der hat nämlich auch gleichzeitig einen WLAN-Empfänger drin. Und das bedeutet nichts anderes als, der fängt ein WLAN-Signal ein und nutzt dieses WLAN-Signal, um dieses WLAN-Signal als Router an mehrere Endgeräte weiterzugeben. Was bedeutet das? Du kannst, wenn du zum Beispiel Zugang nur für ein Gerät vom Campingplatz bekommst, trotzdem mit mehreren Geräten online sein, weil dieses eine Gerät, was mit dem Code in das WLAN-Netz des Campingplatzes geht, ist dann der Router, und deine ganzen Endgeräte, Handy, Tablet, Laptop, würden sich eben hieran anmelden. Das ist auch eine geile Funktion. Die wollte ich unbedingt haben. Ich habe in ganz vielen Foren im Vorfeld gelesen und gesucht und gemacht, und manche sagten, ja, das geht, und manche sagten, nee, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich eine vertrauenswürdige Quelle gefunden, die mir versichert hat, dass es geht. Peter, übrigens, vielen Dank für die Information. Wie das dann geht und wie das genau aussieht in den Einstellungen, ja, das zeige ich dir im Feldversuch. Und dieser Feldversuch, der kommt schon ganz, ganz schnell. Nämlich, nächste Woche, weil es geht ja für mich morgen los nach Kirchheim zu unserem großen Deutschlandtreffen. Da werde ich 1000 Videos drehen, unter anderem eben auch, wie verhält es sich mit diesem Gerät in der Praxis. Jetzt sagt er übrigens schon, Batterie ist gleich leer. Mach schnell, Stefan. Und wenn der schon sagt, ey, mach schnell, Stefan, ey, dann muss ich schnell machen. Von daher sage ich jetzt erstmal, okay, was haben wir uns angeguckt? Die Hardware, dann eine Möglichkeit, unterwegs mit O2 online zu gehen, aber LTE-Geschwindigkeit. Und übrigens, das ist auch ganz lustig, hier zu Hause habe ich mit D1 weniger Empfang als mit O2. Also das, was ich vorhin sagte, es ist regional total unterschiedlich. Das betrifft tatsächlich alle Netzbetreiber. Und wir haben uns ganz kurz gerade mal sehr rudimentär, sorry nochmal dafür, die App angeschaut, weil das mit der Bildschirmaufnahme nicht geklappt hat. Mann! So, aber jetzt, lirum larum. Jetzt machen wir mal Schluss für heute. Ich packe jetzt mein Auto zusammen. Ich habe da draußen Milliarden Sachen stehen, die ich irgendwie alle mit ins Auto und in den Wohnwagen kriegen muss, damit das alles von Unterharing nach Kirchheim kommt. Morgen Mittag setze ich mich in die Kiste und fahre los. Und dann irgendwann, spätestens im Laufe der Woche, mache ich den zweiten Teil dieses Videos, weil ich glaube, das ist echt ein super spannendes Thema für uns. Und ich bin aktuell mit dieser Lösung hochzufrieden. Ich verlinke dir das alles nochmal. Gegebenenfalls schreibe ich auch noch einen Artikel zusammen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich musste mir nachsehen, weil es ja mit dem Deutschlandtreffen. Also wenn jemand von euch noch vorbeikommen will, so spontan, so Tagesgäste sind immer herzlich willkommen. Kirchheim, Hattenbacher Dreieck, Camping Seepark oder so heißt der Platz. Boah. Aber jetzt sage ich, schön, dass du dir die ganz schön lange Zeit genommen hast für dieses gar nicht so kurze Video. Und dann sage ich, bleib uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping. Und oder so, ich bin weg. Tschüssikowski, dein Stefan. So, pass auf. Und jetzt gehen wir nochmal rein in mein Handy. Ich war eigentlich gerade schon fertig mit dieser Aufnahme. Ich wohne ja neben einer Kirche. Da hat sich der junge Herr Pastor oder Pfarrer, weiß gar nicht, wie es bei den Katholiken heißt, hat sich überlegt, Sonntagmorgen, Eskalation, Glocken bis zum geht nicht mehr. Naja gut, sei es drum. Sexy. Was ein bisschen wichtiger ist, sind natürlich erstmal so die grundsätzlichen Einstellungen. Pass auf, ich mach mal das Fenster zu hier. Boah, Wahnsinn. Ich wohne gerne in Bayern. Ich wohne auch gerne hier in Unterhaching. Und ich wohne auch gerne direkt neben der Kirche. Und manchmal macht es nur so Pingelingeling, das ist alles entspannt. Aber wenn der hier völlig eskaliert, das ist anstrengend. So, Bildschirmaufnahme war auch schon wieder weg. Ich mach sie nochmal an.